Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Day of the Tentacle. Und wir waren ja das letzte Mal hier am Computerspielen noch gewesen. Denn hier drinnen gibt es ja das Spiel Maniac Mansion, also den ersten Teil praktisch, den wir hier drinnen fortsetzen können. Und Wahnsinn. Wahnsinn. Wow, wir können das Spiel spielen. Das ist Wahnsinn. Und es ist schon eine Weile her, dass ich die letzte Aufnahme hatte jetzt hier von dem Spiel. Und das ist natürlich bei einem Adventure nicht ganz so clever. Deshalb habe ich nochmal so ein bisschen recherchiert und im Internet geguckt. Und ich glaube, es gab ja hier auch irgendwie eine Stelle, wo ich nicht wirklich so weiterkam, ne? Weil der eine ist ja eingesperrt. Also wir können ja jetzt hier zu Dave wechseln. Und Dave ist ja hier in der Zelle eingesperrt. Ich habe mal gehört, das sollte nicht ganz so gut sein für das Adventure, aber auch nicht allzu schlimm, als dass man hier nicht wieder rauskommt. Aber er ist und bleibt hier drinnen gefangen. Ich weiß nämlich nicht, wir müssen ihn bestimmt befreien, weil wir bestimmt einen Key brauchen, also einen Schlüssel. Und das ganze Spiel ist ja auf Englisch, deshalb habe ich mich nochmal so ein bisschen darüber informiert gehabt, wie das denn jetzt so ist, und habe auch nochmal nach so ein paar Mechaniken geguckt, weil früher war das Spielen ja anders, als man es dann später kannte. Und ich habe solche ganz alten Teile wie Maniac Mansion einfach gar nicht gespielt, weil ich, glaube ich, dazu zu jung bin oder so ähnlich. Und war da mehr so, wo das dann hier im Bereich aufkam, wie das bei Day of the Tentacle jetzt ist, mit Nimzi und sowas. Und das ist ja hier noch ein bisschen anders aufgebaut. Deswegen weiß ich jetzt auch zwei oder drei Sachen, aber mehr auch nicht. Also ich habe mich jetzt nicht heftig spoilern lassen oder sowas. Das Einzige, was ich gesehen hatte, um nochmal so ein bisschen, ich hatte ein Video auf YouTube nochmal angeguckt, um zu gucken, was da so als letztes gemacht wurde. Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass man, dass ich das hätte anders lösen können, als dass ich mich hätte nicht gefangen nehmen lassen können. Das habe ich zum Beispiel herausgefunden. Und was ich auch herausgefunden habe, um mir so ein paar Tipps zu holen, ist, dass ich tatsächlich, muss ich kurz mal überlegen. Nee, das war nicht hier. Dass es tatsächlich so ist, dass man hier, das hatte ich irgendwie nicht ganz so auf dem Schirm gehabt, glaube ich. Jedenfalls hatte ich es vorhin nicht mehr, dass man die Sachen besser mitbekommt oder besser sieht, wenn man halt draufklickt. Also man sieht die nicht, man bekommt die nicht angezeigt, indem man hier drüber fährt, ne? Da steht ja Walk to gar nichts. Aber da muss ich hier draufklicken auf Walk to Cassette Player, zum Kassettenspieler und zum Old Fashion Radio. Und deshalb habe ich das Spiel dann nochmal so ein bisschen dann rumprobiert und geguckt und sowas. Und habe dann auch hier oben gesehen, dass es hier tatsächlich noch einen Schlüssel gibt, der im Kronleuchter hängt. Walk to Key kriegst du aber auch erst mit, wenn du da drüber läufst. Sonst hast du Glas, also hier Kronleuchter. Und ich kann ja mal gerade, what is this? Gar nichts? Okay, gut. Use, oder nee, pick up the key. I can't reach it. Ich komme nicht dran. Das ist, okay, gut. Das müssen wir irgendwie später herausfinden. Also ich weiß jetzt nicht wirklich viel. Das Einzige, was ich jetzt herausgefunden hatte, was ich in einem von den Videos auf YouTube gesehen habe, das mich ein bisschen gespoilert hat, was ich aber wahrscheinlich niemals herausgefunden hätte, wäre, dass hier hinter ein loses Panel ist und dass da oben irgendwie hier auch keine sind und dass man das nur sieht, wenn man halt draufklickt. So, turn on, nicht read close, gibt's hier nicht irgendwie sowas wie schieben? Pull. Genau, und dahinter ist ein Kassettentape und ich nehme das mal mit. Und dann haben wir das auch und dann gucken wir mal jetzt weiter. Viel mehr weiß ich gar nicht. Außer, dass ich, glaube ich, jetzt tatsächlich nur noch die Kassette hier reingemacht habe und irgendwas mit dem Radio gemacht habe. Das habe ich aber selber rausgefunden. Das habe ich hier in dem Video gar nicht mehr gesehen. Turn on Radio? Das funktioniert ja gar nicht. Warte mal, war das Open? Old Fashioned Radio, genau. Und dann ist hier irgendwie so ein Radio-Tube drin. Und das kann ich nehmen. Jetzt habe ich das. Ich weiß aber nicht, was es mir bringt. Kann ich das eigentlich wieder reinsetzen? Ja, das kann ich wieder reinsetzen. Soll ich es mal mitnehmen einfach? Oder ich lasse es mal kurz drin. Ich kann ja mal... Moment, das hatte ich noch gar nicht probiert. Use Cassette Tape in Cassette Player. Jetzt ist das drin, das sehen wir. Turn on. It's Plank. Ich habe übrigens, weil ich schlauerweise... Das Spiel ist ja auf Englisch, ich habe es nicht auf Deutsch. Also, weil das ja hier drin ist, habe ich mir, weil ich mal ein englisches Wort nicht weiß, einfach das hier Google-Übersetzer nochmal nebenher auf und gucke gerade und es heißt, blank heißt leer. Unausgefüllt. Lücke, Formular. Okay, gut. Es hat gespeichert. Geil. Ich hätte jetzt für leer einfach empty genommen, deshalb war ich gerade ein bisschen verwirrt. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, wie das dann jetzt funktioniert. Und warum der den Kassettenplayer nicht anmacht. Turn on. Dann kann ich aber auch, warte mal, dann nehme ich einfach mal Pickup.
Jetzt ein Pickup, ey. Hallo, Pickup? I can't pick that up. Old fashioned radio? Jetzt ist die Tube nicht mehr da. Ich kann die Tube nicht mehr anklicken. What the fuck? Hä? Ist das gewollt? Keine Ahnung, ich geh mal raus. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel kaputt gemacht habe jetzt offiziell. Ich weiß gerade gar nicht, echt, ehrlich gesagt. Dann können wir jetzt hier nochmal gucken. Hier war nämlich auch irgendwas mit Kassettenplayer, das hatte ich noch gesehen. Vielleicht kann ich auch da die... Ah, da konnte ich das hier reinmachen? Warte mal. Vielleicht kann ich auch die Kassette da reinmachen, wenn der Kassettenrekorder unten nicht geht. Das könnten wir mal probieren. Da hole ich mal gerade die Kassette. Das ist jude alte Schmuckstück. Ich hoffe, ich kann das wieder mitnehmen. Pickup. Kassettentape. It's still playing. Was, wie es played? Was, wie kann denn das spielen? Ich dachte, es... Ich höre doch gar nichts. It's not turned on. Turn on old fashioned radio. Geht aber nicht. Hä? Batterien, vielleicht kann ich die noch reinmachen? Old batteries in old fashioned radio. Funktioniert nicht. Alte Aufnahme habe ich noch. Vielleicht kann ich ja die oben reinmachen. Ich habe ehrlich gesagt, ich bin in dem Spiel tatsächlich nicht ganz so bewandert wie bei allen anderen Spielen, weil ich hier ein bisschen den Durchblick nicht ganz habe, wozu ich jetzt verschiedene Dinge machen muss. Ich verstehe schon, was ich hier machen muss, klar. Ne, verrückter Professor und sowas, die treffen ja später auch nochmal alle. Aber warum muss ich jetzt hier Use old record on cassette recorder? Ah ne, Quatsch, die muss ich an dem Grammophon hier machen. Okay, das funktioniert. Turn on. Ja. Geil. Weiß ich jetzt auch nicht. Schön. Walk to record. I don't know. Eine Vase. Read. Vase. There's nothing to read on it. Da kann man nichts lesen. What is Vase? Ich dachte, er könnte sich das irgendwie angucken, aber das gibt's wohl nicht. Pick up Vase. It better not. It's obviously a valuable... Es ist wahrscheinlich eine seltene Antiquität. Antiquität. Ja, schön. Wahrscheinlich schon, ja. Turn on cassette recorder. There's no tape in the recorder. Fuck, ja. Paintbrush, old batteries. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, wie es weitergeht oder ob sich dann irgendwann später einfach Ereignisse erfüllen oder auch nicht. Oder wir jetzt einfach nur lange genug rumlaufen müssen, damit irgendwas passiert, beziehungsweise wir irgendwelche Sachen machen müssen, damit was passiert, wie zum Beispiel einfach Musik abspielen. Aber das funktioniert auch nicht. Dann gehe ich wieder raus. Oben wollt ihr ja das eine Tentakel, das weiß ich noch, das wollt ihr was zu essen haben. Ich weiß nicht, das hatte ja, der hat das immer nur von Razer genommen, ne? Die hat noch keine, keine Pepsi oder was auch immer. Ey, Tentakel. Wo ist mein Trink? Das hatten wir, glaube ich, alles schon mal probiert, ne? Give can of Pepsi to green Tentakel. No thanks, it makes me burp. Okay. Give paint remover, das ist, müsste auch flüssig sein. Ugh, no, danke. Und glass jar to green Tentakel? Nö, will's nicht. Kann ich das vielleicht mischen? That sure was a waste. Wie jetzt? Warum tut sie dann diese Dinge? Waste ist doch Müll, ne, oder? Abfall, genau, jetzt ist es Abfall. Willst du das jetzt vielleicht haben? No thanks, it makes me burp. Used glass jar with can of Pepsi? Das scheint nicht zu gehen. Komisch. Was war eigentlich hier drin, ne? Ah, dieses Spielautomatzeug. Und hier? Hier ist dunkel. Ich glaube, was ich jedenfalls gesehen hatte, was der eine mal gemacht hat, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das denn jetzt hier auch machen kann. Hier müsste irgendwo, weil ich hier rumklicken kann, oh, door. Wie er einfach da steht. Hier müsste irgendwo eine Lampe, glaube ich, sein.
Das habe ich noch gesehen. Das habe ich in dem Video noch gesehen. Desk. Ich glaube, die steht hier irgendwo auf dem Desk. Das ist halt doof. Du musst hier jetzt eine Lampe finden. Und ich dachte, Desk Lamp. Scheiße. Da, wo ihr Haar ist. Turn on. Ah, siehst du? Jetzt ist da nämlich Licht an. Und das finde ich halt schon echt krass, dass du das einfach eigentlich gar nicht sehen kannst. Ich dachte, ich müsste hier irgendwann eine Sicherung reinbringen oder sowas. Vielleicht finden wir hier noch was. Das habe ich aber nicht gesehen. So, mal gucken wir. Blackboard. Read. Blackboard. It looks like formulas describing the structure of a meteor. Sieht aus wie... Das ist strange. Es sieht strange aus und scheint irgendwie ein Meteor zu... Die Form eines Meteors zu machen oder was? Hier zu dingsen. Die Struktur of a Meteor. Ja, also ich weiß jetzt auch nicht. Ein Komet oder so. Dr. R's Diplom, also das Diplom vom Doc. Degree for Mummy Flying and Bandaging. Was ist denn Mummy Flying jetzt wirklich? Mumienflug? Flug? Mumifizierung. Okay. Warte mal. Read. Ah, und Bandaging. Ja, das kann ich mir erklären. Okay, gut. Der Grad der Mumifizierung und des Bandagiergrad irgendwie, also wie lange die Mumie praktisch schon mumifiziert wurde. Was ist das? Read Mail a Mad Diplom. Present to Dr. Fred. Okay, kann ich das irgendwie vielleicht mitnehmen? Kann ich nicht mitnehmen. Kann sie auch nicht mitnehmen. So, Desk, Open Desk. Achso, die Schublade dann. Was ist das? Ein Manuskript. Read Manuskript. It looks like someone's memoirian, but to write... Es sieht aus wie die Memoiren von jemandem, aber das Geschriebene ist schrecklich. Es ist geschrieben bei einem Meteor? Oder von einem Meteor? Wie strange. Also der Meteor... Hier ist die Berechnung von einem Meteor und hier ist das Manuskript eines Meteors, eines Kometen, der durch das Weltall fliegt. Boah, Alter, ich merke gerade, wie meine Sprache so ein bisschen verkackt, gerade weil ich die ganze Zeit zwischen Englisch und Deutsch wechsle. Kann ich das mitnehmen? Okay, jetzt hat sie das. Ich weiß halt nicht, wer das jetzt... Ob es nicht vielleicht besser ist, wenn einer das alles hat. So, was ist das hier? Examination Table. Schade, dass sie das halt nicht immer anguckt, ne? Also, dass sie da jetzt nicht irgendwie... Ich muss mal kurz gucken, ob es das irgendwie eine... Ein Untersuchungstisch. Achso, okay, gut. Mein Englisch ist not so good. Not very well in this language. Medical Chart, das erkenne ich noch. Read. Medical Diagramm. Chewy Carmel Center. Ach so, okay, jetzt liest sie das. Wow, that's neat. Was? Hä? Das ist ordentlich, was? Nein, das kann nicht sein. Doch, ordentlich. Hä, verstehe ich nicht. Was will die denn von mir? Warum ist das ordentlich? Was ist denn daran ordentlich? Warum ist jetzt auf einmal Medical Chart? Das wollte ich lesen. Hä, lies doch das mal. Medical Diagramm. Chewy Carmel Center. Mal gucken, was ist das? Mann, das ist mal hier voll auf Deutsch, ey. Chewy Carmel Center. CS Karamellzentrum? Was? Das muss irgendwie ein medizinischer Begriff sein. Oh, that's okay. Das ist scary. A real, ein echtes Skelett. Oh nein. Pick up. Nein. Walk. Hier. Ach, reden gibt's gar nicht. Push, pull. Nee. Read, close. What is? Use, fix. Medical. Hier ein Medizinschrank. Das kann ich mal machen. Open. Ah, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Warte mal, hat der nicht eigentlich hier Dings einen Schlüssel? Bernard? Hatte der nicht einen Key? Wer hat einen Key? Oh, der andere hat einen Key. Fuck, wie kriege ich denn jetzt den Key?
Der sagt zu allen Sachen immer das. Der sagt wahrscheinlich zu allen Sachen dasselbe, oder? Oh, that's scary, ja. Yeah. Jetzt muss ich hier natürlich gucken, ob es noch irgendwas gibt, indem ich hier immer draufklicke. Ich weiß, der läuft dann rum wie ein Dover. Warte mal, Paintbrush? Boil of Wax Fruit? Ich gebe ihr jetzt gerade mal alles. Use can of Pepsi with... Nee, das geht nicht. Use paintbrush? Achso, was? Can of Pepsi with paintbrush. Okay, klar. Batterien, wo kann ich denn Batterien noch einführen? Möchte der davon irgendwas haben? Give manuscript to Green Tentacle. Nö. Give old batteries to Green Tentacle. Nö. Give... Was hatten wir schon? Boil of Wax Fruit. Wow, my favorite! That's what I wanted! Woo! Das ist mein Das, was der gemalt hatte auf dem Bild, ne? Now I'm thirsty. Schon wieder durstig, ey. Alter. Scheiße. Paintbrush. Glass Jar, Manuskript. Der lässt uns einfach nicht durch. Wir müssen irgendwie was zu trinken holen. Aber wo kriegen wir denn was zu trinken? Aus der Küche? Ist da unten noch irgendwas? Gibt's hier oben irgendwas? Weiß Bernard was? Ist das hier eigentlich irgendwas? Sieht so aus, ne? Aber da ist nichts. Okay, Bilder. Painting of Edna. There's nothing to read on it. What is... Okay, pick up. Kann man das Bild mit... Was ist jetzt? Get away from me, you purple. Don't touch me. Berühr mich nicht, du lila Tentakel. Lila Tentakel. Hör auf, mit den Laborexperimenten zu spielen. Bring sie her, die Maschine ist bereit. Hehehehe. Oh. Eek. Wir müssen sie ja retten, ne? Und ich weiß nicht, ich habe gar nichts getan. Bin ich jetzt einfach zu langsam und sie stirbt irgendwann? Wall Lamp. Oh, kann ich die, warte mal, push? Can't move it. Pull? Nee, what is Wall Lamp? Auch nichts. Use? That doesn't seem to work. Reparieren kann ich ja auch nichts, ne? Warum kann ich eigentlich reparieren? Ich meine, wofür ist das Reparieren gut? Walk to Speaker. Achso, kann ich die vielleicht mal anmachen? That doesn't seem to work. Das war nur der Fernseher gewesen. Cassette Recorder. Turn on Cassette Recorder. There's no tape in the recorder. Use old batteries in Cassette Recorder. Nee. Glass Jar Paintbrush. Kann man vielleicht noch irgendwie was malen oder so? Drüben war ja das Malzimmer gewesen. Staffelei. Use Paintbrush. What? Use. Hey, mach doch mal. Use Paintbrush. Use. What? Wieso funktioniert denn das nicht? Use Paintbrush. Use Paintbrush. Okay, geht nicht. Walk to Crate. Walk to Sketch. Da kann man nichts lesen. Okay. Ich finde halt schade, dass da die Möglichkeiten zwar irgendwie vielfältig sind, aber dass da halt nicht so wirklich viel angeklickt werden kann, wisst ihr? Also was da... Also die Möglichkeiten sind ja schon da, aber irgendwie auch nicht. Kann man da vielleicht was kochen? Kann ich die Kanne Pepsi kochen? Besser nicht.
Ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist. Aber hier ist ja nichts mehr drinne, ne? Nee, das ist leer. Was ist da? Habe ich da irgendwas vergessen? Nee, das kann ich nicht anklicken. Und das hier? Gravy Stain. Und was? Candle, warte mal, kann ich die Candle mitnehmen? It's too heavy. Du mich auch. Walk through door. Open. The door is locked. I can't move it. Fix. Trade with all batteries? Warum auch immer. Nee, schade, das funktioniert nicht. Paintbrush, Glass Jar. Kann der vielleicht doch was machen? Der hat den Key, ne? Ich weiß noch nicht, wo ich den jetzt hinkriege. Wo ist denn der Typ überhaupt? Der ist bestimmt hinter einer dieser verschlossenen Türen, oder? Warte mal. Ah, hier ist doch ein Wasserhahn. Warte mal. Use can of Pepsi with... Use fourth with can of Pepsi. Use glass jar with... Ich dachte, ich könnte dem jetzt... wenn er durstig ist, dann gibt's doch nur eigentlich Wasser, das er trinken kann, ne? Turn on. Ah, jetzt ist das Wasser an, warte mal. Jar of Water. Ich lasse den Wasser... Ich weiß, das ist nicht gut, wenn man Wasser jetzt laufen lässt, aber ich bin jetzt auch zu faul, das auszumachen. So, warte mal. Mal sehen, ob der jetzt das trinken will. Dass ich jetzt nicht auf die einfachste Sache der Welt gekommen bin, einfach Wasser aus dem Arm zu holen, wenn er durstig ist. Wir haben ihm alles gegeben an Essen, was wir hatten. Und der andere hatte ja nichts dabei. Gift Jar of Water. Dem grünen Tage. Thanks! Geil, es lässt mich durch! Geil, es hat funktioniert! Mega, hammergeil! Walk through door. Open the door. Ach fuck, schon wieder dunkel. File drawers. Ich muss eine Lampe geben. Developer tray, was auch immer das ist. Langsam gehen mir meine Englischkenntnisse doch einen Geist auf. Ist irgendwo eine Lampe? Desk. Gibt's hier vielleicht wieder eine Desklampe? Enlarger? Nee. Oh, Leute. Ich hatte bei dem anderen gesehen, wo die Lampe ist. Das ist einfacher, aber hier? Ah, es ist ja verwirrend. Ich gehe erstmal weiter. Ich will mal gucken, was da oben ist. Ich bin neugierig. Mehr Türen. Ach, guck mal, ein fröhliches Familienbild. Family Portrait. Schön. Pflanze. I can pick that up. Kamin. Typewriter ist eine Schreibmaschine und das ist ein Tisch. Open Desk. Doesn't seem to open. Pick up. Schreibmaschine geht nicht. Man-Eating Plant. Eine fleischfressende Pflanze. Ist das diese Pflanze Chuck aus Day of the Tentacle? Fleischfressende Pflanze. Ich habe jetzt aber kein Fleisch, ne? Warum auch immer ich das machen soll. Can of Pepsi. Man-Eating... Oh! Hat irgendwie funktioniert. Jetzt macht sie das nicht mehr, was sie gemacht hat. Pff. Ah, die hat jetzt Schluck auf, oder was? Oder Magenverstimmungen. Can't pick that up. Walk to paint blotch. Das ist irgendein Farbfleck. Use paintbrush with dem Dings. Geht das nicht? Burp. Was macht er denn jetzt? Warum? Pff. Use. Nee, das macht sie nicht, ne? Sie geht immer so komisch rum. Use old batteries mit Pflanze.
Hedge, eine Falltür. Ach, ihre roten Haare sind genauso wie die Tapete, das ist ja lustig. Er kann es nicht erreichen. Gibt's eine Leiter oder so? Weiß ich nicht, was ich jetzt mit der Pflanze machen kann. Ehrlich gesagt bin ich da jetzt ein bisschen überfragt. Open the door. Oh. Playboy-Kalender? Aha, versteh schon. Surplus Body Parts. Hück. Ach, das war sie jetzt, ne? Hück. Also Augen, Nieren, Herz und Gehirn, ne? Oder was ist das? Was ist die Zitrone? Ist hier jemand? Ich hoffe nicht. Ah, Toilette. Geil. Poster. Das Poster ist ja geil. Hank-O-Matic Machine. TM. Keine Ahnung. Können wir ein bisschen Muskeltraining machen? Ah, I feel much stronger now. Ich fühle mich jetzt viel stärker. What the fuck? Warum konnte ich Gerätetraining machen? Ein Sarkophag. Ich bin total... Ah, guck mal, das ist kein echter Sarkophag, sondern... Pillow. Walk to TV. Warte mal, use? That doesn't seem to work. Use TV. That doesn't seem to work. Also du kannst da rein und dann hast du Fernsehen. Das ist geil, aber... Hä? Und warum bin ich jetzt stärker? Muss ich jemanden schlagen? Schlage ich mit der Frau die ganzen Leute, das ist geil. Okay, das Spiel hat doch einen größeren Aufbau, als ich dachte. Es könnte sich doch ein bisschen in die Länge ziehen, was? So, jedenfalls so wie ich das spiele. Toilettendeckel. Open. Toilettendeckel? Hier, das ist die zum Ziehen. Tja. I don't know. Was ist denn Sink? Sinken? Hä? Was? Ein Sinker. Muss einfach nur... Ein kaputter Spiegel. Das ist wahrscheinlich ein kaputtes Waschbecken oder sowas. Pick up SpongeBob. Yay, wir haben SpongeBob dabei. Turn on. Ja, wieder ein Wasserhahn. Kann man den Spiegel öffnen? Ich dachte, das wäre vielleicht ein Spiegelschrank oder so. Kann ich davon eine Scherbe mitnehmen? Okay, nein. Hier der Waschvorhang. Der Duschvorhang. Der Waschvorhang. WTF? For good Edna? What? Was ist das denn? Das ist die Mumie, oder? Aus dem Sarkophag. Hä? Warum hat die eine Bernardbrille auf? Warum war da so komische Musik? Oh, the doorbell. I wonder if that's what... Ist das mein Paket? Fuck. Fuck. Ich glaube, ich muss ihn verstecken, sonst haben wir nachher ein Problem. Sonst wird er auch noch gefangen. Ah, der dürfte jetzt eigentlich zur Tür gehen. Also ich glaube, wir können den Leuten irgendwie entkommen oder sowas, wenn wir uns gut verstecken. Jetzt dürfte der ja eigentlich nicht da langkommen. Jetzt weiß ich nur nicht, wo sein Zimmer ist, aber es könnte sein, dass ich jetzt Glück habe. Oh, mein Paket ist hier! Dieselbe grüne Farbe wie die Hose. Das Gras. Na, kommt zurück. Oh, das ist sein Zimmer! Jetzt habe ich gerade ein bisschen Schiss, weil ich nicht weiß. Warte mal, wir machen immer lieber Bernard, weil... aus Gründen. Weil er hat nichts dabei.
Wenn er jetzt was verliert, dann ist das okay. Wenn wir ihn jetzt einsperren. Hauptsache, ich weiß nicht, ob das nicht irgendwann sonst irgendwann nicht mehr funktionieren würde. Probieren wir es mal, oder? No risk, no fun. Fuck. Warte mal, dann mache ich jetzt mal die anderen Türen auf. Nein! Sie hat mich! Verdammt! Oh, jetzt hat die mich auch. Jetzt bin ich auch eingesperrt. Jetzt. How silly of me. I should have tied you to my bed. Was? Fuck. Oh Mann, ey, jetzt haben wir die. Oh, okay, wir wissen schon mal, wo wir nicht reingehen sollten. Ja. Hey! Hi! Kumpel. Was machen wir eigentlich, wenn die alle drei gefangen hat? Dann sind wir, glaube ich, komplett am Arsch, oder? Scheiße, die einzige Hoffnung beruht auf ihr. Fuck, ey. Kriegt die mich jetzt? Ich muss hier raus, ich springe. Ah, verdammt, lässt sich nicht öffnen. Ach, gucken wir einfach mal. Kann ich sie umhauen? Okay, sie hat mich verloren. Ah, das ist sein Zimmer, okay. Was ist das? Ein Zigarettenstummel. Ach nee, pick up. Hä? Gut, jetzt haben wir einen SpongeBob und ein Zigarettending. Ein Bett, ah, da geht's hoch, geil. Picture of Nurse Edna. Alter, jetzt hat die uns auch noch, jetzt hat die alle gemacht. Ein gesucht Poster. Gesucht. For terrible acts of violence. On murderous purple slimy meteor. Ah! A found call 0525. Ah, ein schleimiges Meteor-Dingsbums, was lila ist und böse ist, ist aus dem All praktisch gefallen. Das ist nicht ein Meteor gewesen, sondern das ist das lila Tentakel gewesen. Und die suchen das. Verstehe. Glaube ich. Ich verstehe es. Tube Socket. Was ist Socket? Ach, Steckdose. Okay, use all batteries with... Nee, geht nicht. Radio, dann noch... turn on radio? I can't get it to work. It might be missing a part. Es fehlt ein Part. Ah, ich weiß auch welcher. Verdammt, aber kann ich das an dem Radio jetzt... Okay, wir machen das... Wir gehen erstmal da hoch. Gehen wir erstmal hoch oben gucken. WTF? I am... Rocker, Tour 86. Left Speaker. Wow. Oh, ich bin so depressiv. I'm never going to get my band started. Ich habe jetzt das grüne Tentakel dabei. My life is going nowhere. I'm never going to amount to anything. Eating all that food didn't help even help. Ach, alles, das ganze Essen hat nicht geholfen. Haben wir das Tentakel? Walk to picture. Geil. Mondo Stereo. Kann ich das anmachen? Disco sucks. Das ist Mom. Oh. Ach, guck mal. Schallplatte. Rechter Speaker. Was ist da? Ah, Yellow K. Kann ich den mitnehmen oder beschwert er sich dann? Nee, okay.